dritte Veranstaltung im Rahmen der Radtage im Tiroler Oberland, Kaunertal und Nauders gibt es immer das Night Race, spektakuläres Kriterium. Otmar, während das der Radtag läuft, gibt es also am Abend dieses Kriterium und da sind immer tolle Fahrer mit dabei. Ja, und heuer vor allem sensationell ein Mann, der vielleicht bei der Tour de France mit dabei ist, Matthias Brändle aus dem IAM Cycling Team, hat in letzter Minute also den Veranstaltungen zugesagt und das wertet die Veranstaltung gewaltig auf. Aber es sind auch andere starke internationale Sportler hier aus Deutschland, natürlich auch starke Leute aus Österreich. Also wir freuen uns drauf. Es ist immer nicht nur ein Lückenfüller, dieses Kriterium, es ist wirklich mittlerweile ein Highlight. Gehört einfach zu den Radsporttagen in Nauders dazu. Matthias Brändle zu Gast hier in Nauders. Kurzer Abstecher, hast du eine Pause derzeit? Ja, ich habe derzeit eine Rennpause nach dem Kriterium Dauphiné. Bin ein bisschen gespannt, ob es klappt mit der Tour de France oder nicht. Und jetzt bietet sich da die Gelegenheit, bei so einem coolen Event teilzunehmen. Habe gedacht, fahren wir schnell vorbei. Zuletzt ist es dir ja hervorragend gelaufen, also absolute Spitzenplatzierungen. Gewonnen auch bei der Berner Rundfahrt. Internationale Topstars waren in Frankreich auch im Einsatz. Also perfekte Saison, kann man sagen. Ja, ich sage, perfekt wird es, wenn ich wieder bei der Tour de France dabei bin. Es war eine gute Saison für mich. Ich war jetzt gerade 10. beim Prolog, bei der Dauphiné. Da waren wirklich alle Tour de France-Fahrer dabei. Und ja, jetzt schaue ich. An was wird es hängen, dass du mit dabei bist? Wie ist da im Team die Taktik oder was denkt man da? Ja, ich denke so ein bisschen, wie das Team fahren will. Ob sie mehr auf die Bergetappen fahren will oder ob sie einen Fahrertyp für mich brauchen, für Spitzengruppen, zum Helfen vor den Bergen. Und ja, wir werden sehen. Es wäre natürlich die Krönung der bisherigen Laufbahn. Das wäre die Krönung, ja. Jetzt habe ich den Giro d'Italia schon gemacht, die Vuelta a España und jetzt fällt mir einfach die Tour de France in meiner Sammlung. Warum fährst du solche Kriteriums wie hier jetzt zum Beispiel in Nauders? Ja, ist einfach eine coole Stimmung und man erreicht da doch noch ein größeres Publikum oder anderes Publikum wie beim anderen Rennen. Und ja, es liegt gleich um die Ecke und darum habe ich mich dafür entschieden, da zu starten. Es ist ja immer eine tolle Show. Es ist ein Hannes Capella, der ja Kriteriumsmeister auch schon geworden ist, national. Christian Wildauer, das ist ein Routinier vom Radteam Tirol. Also das ist auch für die Fahrer natürlich ein bisschen eine Aktion, wo sie sich ins Rampenlicht stellen können. Ja, es ist keine Frage, richtig. Also ein Kriterium ist immer etwas, wo man sehr nahe am Publikum ist. Also da kann man sich wirklich toll präsentieren. Und wir nutzen auch immer wieder die Gelegenheit, oder die Veranstalter nutzen immer wieder die Gelegenheit, Leute, die dann beim Marathon am Sonntag, beim Dreiländer-Giro an den Start gehen, dass man da schon ein bisschen, also wie soll ich sagen, diese Athleten vorstellt. Und da sind heute einige dabei. Ich denke an den deutschen Johannes Berndl, ein Supermann. Wahnsinn, zwar, ja. 21 Jahre jung und trotzdem einer der großen Favoriten auf den Dreiländer-Giro. Dann natürlich die vorher gesehenen Österreicher Randl bzw. Emanuel Nösig, ja, natürlich, Nösig auch, natürlich auch im Rennen dort. Genau, und die sind also heute auch alle hier mit dabei und das wird eine tolle Geschichte werden. Ganz kurz vielleicht noch, wenn man überhaupt den Verlauf hier der Veranstaltung nimmt, da ist eine Veranstaltung nach der anderen, das zieht natürlich wirklich die Massen quasi an. Ja, richtig. Es sind natürlich viele, viele Leute hier in Nauders, ist keine Frage. Das Programm steht ja seit Wochen schon fest. Die Leute buchen mittlerweile schon so, dass sie eben bei diesen 4 Tagen hier in Nauders sind, am Reschenpass. Und ja, die Nauder haben da wirklich also ein sehr, sehr umfangreiches Programm zusammengestellt. Und du hast immer richtig geschrieben, mehr Radsport geht nicht, was in diesen 4 Tagen passiert. Und die sind also jetzt im vollen Gange. Und das Kriterium, das ist immer eine tolle Show für das Publikum und für die Fahrer selber eine absolute Freude. Wie das Kriterium 2014, das sogenannte Night Race in Nauders ausgegangen ist, das sehen wir uns jetzt an. Das Night Race in Nauders hat wieder einmal das gehalten, was angekündigt wurde. Rasante Positionskämpfe, richtig hohes Tempo, Ausreißversuche und solche, die geglückt sind. Und am Ende einen Favoritensieg durch den Vorarlberger Radprofi Matthias Brändle vom Team IAM. Zunächst gab es 2 Halbfinalrennen, wo jeweils der letzte pro Runde ausgeschieden ist. Und dann im Superfinale waren noch 12 Fahrer, wo sich nach jeder Runde ebenfalls einer verabschieden musste. 20 Kriteriumsfahrer vom Team Moserwirt, Sporthütte.at, Tirol Cycling, Radteam Tirol, Kirchmeier Cycling sowie Johannes Berndl vom RV Traunstein und eben Brändle sorgten für tollen Kriteriumsport. An der 6. Stelle landete Christian Wildauer vom Radteam Tirol.
Fünfter wurde dann Johannes Berndl. Andi Draxl, der bei den Kriteriums immer sehr stark unterwegs ist, wurde guter Vierter. Innerhalb einer Runde wurde dann das Podium ausgefahren. Hier fuhr zunächst Hannes Capella von Tirol Cycling das Finale an und wurde dann aber von Matthias Brändle noch überholt. Dritter wurde Emanuel Nösig von Team Sporthütte AT. Am Ende gab es stehende Ovationen sowie die Welle für alle Teilnehmer. Und für die Gäste war es ein packender Abend. Ja, und damit sitzen wir hier schon auf der Dorfstraße, wo vor kurzem noch die Kriterium-Spezialisten unterwegs waren bei diesem Night Race. Ottmar, da können wir sagen, mit dem Sieg von Matthias Brändle, Capella stark gefahren, Nösig super gefahren. Das war ein richtiges Spektakel. Ja, man hält es kaum für möglich. Jedes Jahr eine Steigerung hier bei diesem Night Race in Nauders. Also die Zuschauer sensationell. Also der ganze Parcours rundherum war von Zuschauern gesäumt. Und wir haben sie gehört, also viele sind extra hergekommen, weil sie sich so auf dieses Night Race freuen. Der Sieg von Matthias Brändle war nicht erwartet, aber natürlich, er war einer der Favoriten, aber sie haben es ihm nicht leicht gemacht. Ja, es war ein sehr, sehr starkes Feld hier, also waren schon die Vorläufe sehr, sehr spannend und das Superfinale dann, also es war absolut eine spannende Geschichte, zumal ja Capella vor der letzten Runde noch einen ordentlichen Vorsprung hatte, aber dann hat der Profi in den Diensten des IAM Cycling Team natürlich ordentlich den Turbo gezündet und hat noch einen Favoritensieg herausgefahren. Manuel Baldauf, verantwortlich für den Tourismus hier oben. Der Auftakttag hier, der Radtage in Nauders, perfekter hätte es eigentlich gar nicht sein können. Mittag super mit den Athleten des Race Across the Alps und jetzt heute Abend hier dieses Spektakel. Ja, ich glaube, man sieht es an meinem Lächeln. Es ist einfach eine richtig Hammerstimmung hier. Es ist ein Hammer-Urlaubsfeeling. Ich glaube, die Radsportfans, die beim Dreiländer-Giro mitfahren und die ganzen Tage bei uns in Nauders am Reschenpass sind, das ist einfach ein richtiges Radfestival. Wir berichten für Sie von den Radtagen im Tiroler Oberland, Kaunertal und Nauders. Es würde uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Geschichte dann wieder reinsehen. Das bedeutet dann die Zielankunft der Athleten beim Race Across the Alps. Bis dahin wünschen wir allen eine schöne Zeit.